Tage der Ermutigung. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist. Und wir schauen heute wieder in das Wort Gottes hinein. Wir schauen, was der Ermutiger Jesus Christus genau für diese Zeiten, in denen wir heute sind, für uns vorbereitet hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Herz wieder aufmachst und dass du empfängst von den Worten, die heute Jesus in dein Herz hineinsprechen will. Bevor ich wieder starte, werdet ihr wieder ein wunderbares Zeugnis hören und ich ermutige dich, dass du auch da drin mit dem offenen Verstand bist, offenem Geist, offenem Herzen und empfängst, was Gott durch dieses Zeugnis in dein Leben hineinsprechen will. Das Gute bei einem Zeugnis ist, wenn du es zuhörst und wenn du es anschaust, hat es die Kraft zur Vervielfältigung. Das bedeutet, es kann sich reproduzieren auch in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, dass du es im Glauben ergreifst und im Glauben zuhörst und erwartest, dass Gott so etwas Gutes, was er da getan hat, auch in deinem Leben tun kann. Hallo, ich bin der Mimmo. Das ist Antonella, meine Frau. Wir haben zwei Kinder und das ist unsere Geschichte. Genau, vor einigen Jahren haben wir geheiratet, nämlich 2004. Und das war im Mai und im August wurde ich krank. Ich wurde so krank, dass ich nicht mehr laufen konnte, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und ich große Schmerzen hatte im ganzen Körper. Und ja, wir sind dann halt ein bisschen hilflos gewesen und wir hatten damals in unserem Wohnhaus, wo wir gewohnt haben, eine ganz nette Familie, die gläubig war und ist noch und sie haben ja immer über Jesus erzählt. Und irgendwie wusste ich, durch diese Menschen bekomme ich Trost und bekomme ich Hilfe und bestimmt wird alles besser. Und so geschah es, dass eines Tages ich ganz krank war, noch kränker, noch größere Symptome hatte und niemand war da, der mich ins Krankenhaus fahren konnte. Und mir kam einfach die Idee, dass mein Nachbar zu Hause ist, weil er Spätschicht hatte und bestimmt hätte er mich ins Krankenhaus fahren können. Und so war das auch. Er hat Zeit sich genommen und hat mich ins Krankenhaus gefahren. Und an dem Tag ist was ganz Besonderes passiert. Er hat mich gefragt, ob er für mich beten kann. Ich bin katholisch groß geworden, nicht praktizierende Eltern, aber irgendwie wusste ich in meinem Herzen, es gibt einen Gott. Aber um dahin hinzukommen, das wird sehr, sehr schwierig, denn ich wusste ganz genau, was Sünde ist. Nur den Weg, von der Sünde wegzukommen, den habe ich leider nicht gekannt. Und so geschah es, dass dieser Mann mir anbot, für mich zu beten. Und das tat er auch auf einer wunderbaren Art und Weise. Er hat voll Autorität für mich gebetet und Heilung mir zugesprochen. Und das hat mich total fasziniert. Und er sagte mir auch einen Satz, bevor er mich rausließ im Krankenhaus. Er sagte, egal was die Ärzte sagen, tu das, nimm die ganzen Medikamente und sei gehorsam, was die Ärzte dir sagen. Aber eine Sache tu nicht, nimm die Diagnose nicht an. Wiederhole immer in deinem Herzen, du bist geheilt durch Jesus Christus, schrieben. Und das wurde mir sehr bewusst und das nahm ich auch mit in den Krankenhaus und der Aufenthalt war nicht so lang, wie eigentlich die Ärzte geplant haben durch die Diagnose, die sie nicht richtig feststellen konnten. Es gab ganz viele Spekulationen, es gab Verdacht auf MS, es gab Verdacht danach auf Borreliose. Und nach der Nervenwasseruntersuchung kam auf übernatürliche Art und Weise nichts raus. Im Grunde genommen war ich geheilt. Ich hatte keine Symptome mehr nach 5 Tagen. Und das war für die Ärzte übertriebenermaßen nicht möglich, was sie da gesehen haben. Und haben dann ganz viele andere Spekulationen reingeworfen in den Raum. Aber auf meine Akte stand drauf, keine Diagnose. Und so habe ich Jesus kennengelernt, so habe ich mich bekehrt und so habe ich eine Beziehung zu Jesus Christus gefunden. Ein erfolgreiches Ende. Ich möchte dich ermutigen, an diesen Tagen, die wir zusammen verbringen und das Wort Gottes anschauen, dass wir darauf schauen wollen, wie kannst du ein Leben führen, sodass dein Ende erfolgreich hast, also ein erfolgreiches Ende erleben wir es in deinem Leben. Wir wollen zusammen hineinschauen in das Wort Gottes und lernen, wie können wir unser Leben so führen, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können, ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe das Ziel erreicht. So viele Menschen kommen immer wieder zu mir und fragen mich,
Wie komme ich in meine Berufung? Wie komme ich in meine Bestimmung? Bitte bete, Daniel, dass ich meine Bestimmung erlebe und dass ich meine Berufung ergreife. Und ich spüre dieses Herz, sie wollen ihr Ziel erreichen bis zum Ende. Und heute geht es darum, wie kannst du dein Ziel erreichen? Wie kann dein Ende ein erfolgreiches Ende werden? Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht von mir lernst, sondern von dem lernst, der das Wort gegeben hat. Und das ist Jesus Christus selber, denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Und so wollen wir da hineinschauen. Wir beginnen mit einer Bibelstelle in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 und Vers 8. Da steht drin, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Diese Bibelstelle ist eine ganz, ganz, ganz zentrale Bibelstelle. Und hier spricht Apostel Paulus kurz vor seinem Tod. Er hat seinen Dienst auf dieser Erde fast vollbracht. Er hat fast alles getan, was er auch von seinem Herrn Jesus als Auftrag bekommen hat. Und er spricht hier in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wir alle haben einen Kampf zu kämpfen. Einen Kampf zu kämpfen, und es ist der gute Kampf. Warum? Denn Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Auch für dein Leben ist es vollbracht. Den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, und dafür gibt es diese Tage der Ermutigung, dass ich dich ermutigen will da drin. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du am Ende deines Lebens auch sagen kannst, ich habe meinen Lauf vollendet. Wir wollen heute hineinschauen, wie kannst du deinen Lauf vollenden? Wie kannst du am Ende deines Lebens sagen, ich habe meinen Lauf vollendet und ich habe Glauben bewahrt? Und dann, was passiert mit Menschen, die ihren Lauf vollenden? Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und ich wünsche mir so sehr, wenn ich dich eines Tages physisch sehe, also nicht nur elektronisch, dass du mich siehst, sondern wenn wir uns eines Tages sehen werden, spätestens im Himmel, dass du deinen Lauf vollendest, dass du Glauben bewahrst und dass du dort mit deinem Siegeskranz, mit einer Krone der Gerechtigkeit ankommst im Himmel, bei dem, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Aber wie können wir unseren Lauf vollenden? Wie funktioniert das? Dieses Jahr habe ich eine Auszeit gemacht. Ich bemühe mich immer wieder, Auszeiten zu machen. Das bedeutet, ich mache mein Handy aus, bin nicht erreichbar und tue ganz bewusst die Zeit nehmen für Jesus und habe mehrere Tage gefastet und gebetet und war alleine mit Jesus und es war eine super Zeit in der Gemeinschaft mit unserem König. Und dann habe ich eine himmlische Vision bekommen und habe mit Jesus wieder geredet und habe ihn gefragt, hey Jesus, wie geht's dir selber? Und er hat gesagt, er freut sich. Er freut sich, denn die Hochzeit naht. Seine Braut, die Gemeinde, kommt bald und die Hochzeit kommt immer näher. Und ich habe mich so richtig gefreut und mich so richtig ergriffen gefühlt, weil dieser Moment, auf den wartet Jesus, dass er als Bräutigam seine Braut holen kann. Aber er sagt, so viele sind da, die haben nicht genug Öl. Und ich habe sofort mich erinnert an dieses Beispiel. An dieses Beispiel mit den 5 Jungfrauen, die Öl hatten, die anderen hatten kein Öl. Und Jesus sagt, lehre mein Volk, dass sie genug Öl haben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt gerade dabei bist hier in dieser Predigt, in dieser Botschaft, hab genug Öl dabei. Achte auf die Beziehung mit dem himmlischen Vater. Sei bereit für das Kommen Jesus. Sei bereit, wenn Jesus morgen kommt, wenn er heute kommt, dass du sagst, ich bin bereit, Jesus. Ich habe genug Öl, ich warte auf den Bräutigam. Ich schlafe nicht rum ohne Öl, sondern ich bin bereit und bin wachsam für den, Jesus Christus. Und nachdem er mir das gesagt hat, was mich sehr berührt hat, habe ich das, was Apostel Paulus hier spricht, habe ich auch erwähnt. Jesus fragt mich zurück, wie geht's dir? Und ich sage, ja, mir geht's auch gut. Und Jesus, aber mein Herz ist so sehr, ich möchte gerne meinen Lauf vollenden. Ich möchte am Ende meines Lebens angekommen sein. Ich möchte am Ende meines Lebens das getan haben, was du, Jesus, für mich vorbereitet hast.
Und dieser Wunsch, den habe ich so geäußert und er hat mich erinnert an diesen Vers, 2. Timotheus. Und er spricht in mein Leben hinein und er sagt, Daniel, du wirst deinen Lauf vollenden, aber halte Glauben, bewahre Glauben, behüte diesen Glauben. Und ich habe mich erinnert an das, was wir gerade gelesen haben, 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Und das ist so besonders, wenn man am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe meinen Lauf vollendet. Und ich wünsche dir das von Herzen. Je älter du wirst, desto mehr kannst du sagen, ich habe meinen Lauf vollendet, weil ich alles getan habe, was der König Jesus für mich vorbereitet hat. Und was ist die Voraussetzung? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und bewahre den Glauben. Bewahre den Glauben. Deswegen gibt es hier diese Tage der Ermutigung, dass wir euch diesen Glauben stärken wollen. Wir wollen euch unterstützen. Wir wollen euch stärken darin, dass ihr euren Glauben bewahrt. Und der Vorteil ist, fortan liegt bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit für dich. Ah, und es wird der gerechte Richter, nämlich Jesus Christus, an diesem Tag nicht nur dir geben, sondern alle, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Alle, die sich freuen, dass Jesus erscheinen wird. Alle, die Jesus so sehr lieben und Jesus so sehr annehmen. Aber wie können wir unseren Lauf vollenden? Wie können wir Glauben bewahren? Wie können wir am Ende unseres Lebens sagen, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe ein gutes Ende gehabt. Ich habe ein glückliches Ende geführt. Und ich habe mein Ziel erreicht in meinem Leben. Wie ist das möglich? In der Bibel gibt es über 1000 Führungspersönlichkeiten. Über 1000 Leute, die das Volk Israel geführt haben, die im Neuen Testament geführt haben. Und wir lernen von verschiedensten Führungspersönlichkeiten, von verschiedenen Leitern, Königen, Priestern, Hohepriestern, alle möglichen, die dort sind. Und wir sehen ganz viel. Bei manchen wissen wir den Anfang, bei manchen wissen wir in der Mitte ein bisschen was und bei manchen wissen wir am Ende was. Und von diesen 1000 Führungspersönlichkeiten, die in der Bibel vorgestellt werden, werden uns 100 von diesen, also 10%, werden uns näher vorgestellt. Da wissen wir ein bisschen mehr, wie nur ganz kurz, er lebte so lange und Ende, er lebte so lange und Ende. Und von diesen 100 wissen wir ungefähr von der Hälfte, genauer gesagt von 49, wissen wir, wie sie ihr Leben geendet haben. Unsere Frage ist ja, wie können wir ein erfolgreiches Ende haben? Wie können wir ein erfolgreiches Leben führen, sodass wir am Ende sagen können, wir haben unseren Lauf vollendet. Und von diesen 49 wissen wir, wie sie ihr Leben geendet haben. Das also, davon können wir lernen. Von denen können wir lernen. Und sollen wir auch lernen, sagt auch die Schrift. Und von diesen 49, wo wir wissen, wie sie geendet haben, von diesen 49 Leuten haben nur 30% ihr Leben erfolgreich geendet. 70% haben ihr Leben nicht geendet, wie Gott es wollte, und 30% haben ihr Leben geendet, wie Gott es wollte. Aus diesen Erkenntnissen gab es eine Studie, wo herausgeholt wurde, was haben diese 70% falsch gemacht, die ihr Leben nicht geendet haben, wie Gott es wollte, und was haben die 30% richtig gemacht, die ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte. Und das wollen wir heute anschauen. Das will ich euch mitgeben als Schlüssel für euer Leben. Ich will es mitgeben als Kernstück, dass ihr darauf achten könnt, euer Leben zu enden, wie Gott es will. Tage der Ermutigung sind Tage, wo wir dich ermutigen wollen, dein Leben als gutes Ende hervorzubringen und deinen Lauf zu vollenden, so sagt Paulus. Ich wünsche mir das so sehr, dass du am Ende, wenn du im Himmel sein wirst, dankbar bist für die Zeit auf dieser Erde, weil du deinen Lauf vollendet hast. Und so wollen wir von diesen Leuten lernen. Wir wollen lernen von diesen 30%, wie haben sie ihr Leben gut geendet, und aber auch von den 70%, was haben sie falsch gemacht, damit wir lernen können von ihnen. In meinem Leben bin ich sehr schnell gewachsen als Teenager, als Jugendlicher. Deswegen nicht, weil ich alle Fehler gemacht habe, sondern weil ich gelernt habe von anderen Leuten, von meinen Geschwistern, von meinen in der Gemeinde, von meinen Leuten um mich herum, was machen sie falsch, wo biegen sie falsch ab im Leben. Und das kostet manchmal viele, viele Jahre Zeit, bis man da wieder aufsteht. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn du mal falsch abgebogen bist, in Sünde reingefallen bist oder falsche Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, es ist nie zu spät.
Wisse eins, es ist immer Möglichkeit, wieder zurückzukommen zum Herz des Vaters. Ja? Du kannst deinen Lauf vollenden. Paulus war einer der größten Verfolger. Paulus war einer, der hat die Gemeinde verfolgt. Und was ist passiert? Er hat gesagt, und dann kam Jesus hinter sein Leben, er ist ihm erschienen und er wurde vom größten Verfolger zum größten Nachfolger. Und dieser Paulus sagt in 2. Timotheus hier, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich möchte dich ermutigen, wichtig ist nicht, wie schlimm dein Leben war, wie heftig dein Leben war, welche Tragödien da waren. Wichtig ist, ob du dich umkehrst und sagst, Jesus, ich bin bereit, deinen Weg vollständig zu gehen. Ich möchte deinen Weg laufen. Und das ist so, so wichtig. Wir lesen zusammen in Römer Kapitel 15, Vers 4. Römer Kapitel 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Die Bibel sagt hier in Römer 15, Vers 4, dass alles, was früher geschrieben wurde, also alle Leute, die wir heute anschauen wollen, alles, was früher geschrieben wurde, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Wir dürfen also lernen. Wir dürfen lernen von den Leuten, die gelebt haben, von den Leuten, über die geschrieben wurde, von den Leuten, die früh vor uns gelebt haben und die den Lauf vollendet haben oder die, ich nenne es mal, falsch abgebogen sind, die ihr Lauf nicht beendet haben, wie Gott es wollte. Und wir dürfen von ihnen lernen. Warum? Weil Römer 15 das sagt. Alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Damit wir durch das Ausharren, und Achtung, jetzt kommt's, und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben, ja, oder die Hoffnung haben. Heute haben wir diese Tage der Ermutigung. Ich möchte dich ermutigen auch, dass du lernst von den Leuten, die vor dir gelebt haben. Lernst auch von deinen Eltern. Lernst von deinen Omas, Opas, was sie dir gesagt haben. Das Wort bewahrst, was gut ist. Prüfe alles und das Gute behalte. Das ist wichtig, ja. Schlechte einfach ablegen und das Gute behalten. Römer 15 sagt hier, wir dürfen davon lernen. Wir dürfen also die ganzen Schriften, die es gab, zur Belehrung dürfen sie nehmen. Und zum Ausharren, also Geduld. Wenn du dein Leben enden willst, wie Gott es will, musst du Geduld haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zur Ermunterung. Das heißt, das ist dazu da, um dich zu ermutigen. Und damit wollen wir auch beginnen, dass wir dich ermutigen, deinen Lauf zu vollenden. Philipper Kapitel 3, Vers 17. Philipper Kapitel 3, Vers 17, da steht drin, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das bedeutet, nicht nur die Schriften dürfen wir als Vorbild nehmen, sondern, oder als Belehrung nehmen, sondern auch Paulus selber sagt, seid meine Nachahmer, Brüder. Macht mir nach. Macht einfach nach mit dem, was ich mache. Und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ich möchte dich ermutigen, dass du Paulus zum Vorbild nimmst, dass du Jesus zum Vorbild nimmst, dass du lernst von den guten Dingen der Leute, die in der Bibel sind, und auch lernst von den schlechten Dingen, sodass du weise wirst, ein weises Herz erlangst und dass du am Ende ein ermutigendes Leben hast, weil du deinen Lauf vollendet hast. Und so wollen wir, das was Paulus hier sagt, wir wollen Nachahmer werden, wir wollen dem nachahmen und den Vorbildern zuschauen und genauso wandeln, wie die Vorbilder eben gewandelt sind. Wie gesagt, 30% haben ihr Leben geendet, wie Gott es wollte. 70% haben ihr Leben nicht geendet, wie Gott es wollte. Und wir wollen jetzt hineingehen in diese Studie. Was haben die 30% richtig gemacht? Was ist der Grund für ein gutes Ende? Was haben sie gemacht, dass sie ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte? Und was ist bei diesen 70% schiefgelaufen? Worauf haben sie Wert gelegt, dass sie abgestürzt sind in ihrem Leben? Und glaub mir, einer der größten Schmerzen ist, wenn du am Sterbebett liegst und kurz vorm Ende und sagst, oh nein, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mein Leben nicht vollendet? Warum habe ich mich auf diese Quatsch eingelassen? Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Warum? Warum? Und ich möchte dich jetzt ermutigen, heute, nimm dieses Jahr 2021 als ein Jahr der Veränderung. Nimm diese Tage der Ermutigung als Veränderung. Vielleicht gehst du gerade falsche Wege, aber es ist noch nicht zu spät. Kehr wieder um und geh den richtigen Weg. Buße heißt Umkehr. Du tust Buße, also du gehst den falschen Weg, tust Buße und drehst sie um und gehst den richtigen Weg. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du lernst, was wir heute hier geben,
wie eine Konferenz hier, Online-Konferenz, und somit auch lernen kannst von denen, die ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte. Ein gutes Ende. Ich wünsche, dass du ein gutes Ende hast. Was haben diese 30% gemacht, sodass sie ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte? Und der Hauptpunkt, das Allermeiste, was die Leute als Allermeistes erfahren haben in ihrem Leben und was sie hauptsächlich getan haben, der Hauptanwendungspunkt, warum ein Mensch oder ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes ihr Leben geendet haben, wie Gott es wollte, war und ist die Beziehung zu Gott. Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott, sie zu pflegen, sie festzuhalten, sie zu aktivieren jeden Tag, ist ein Hauptgrund, warum Menschen ihr Leben enden, wie Gott es will. Wisst ihr, es gibt einen Haufen Management-Seminare und wie lebe ich mein Leben erfolgreich auf YouTube. Und es gibt einen Haufen Tipps und Tricks, wie du dein Leben irgendwie toll hinkriegst. Aber das richtige Ende mit Jesus hat nichts zu tun mit diesen ganzen weltlichen Ratschlägen. Es hat zu tun, dass du Punkt Nummer 1 auf die Beziehung zu Gott achtest. Dass du auf die Beziehung achtest, wie ist dein Herz mit Gott? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Und hier gibt es ein Vorbild für uns und sein Name ist Daniel. Den mag ich natürlich, klar, heißt ja auch Daniel. Und dieser Daniel, der hat auf seine Beziehung zu Gott geachtet. Dieser Daniel war bereit, sein Leben zu geben für diese Beziehung. Er war bereit, sein Leben abzugeben. Er war bereit zu sterben, aber eins war er nicht bereit, auf die Beziehung zu Gott zu verzichten. Und so möchte ich ermutigen, er hat sein Leben geendet, wie Gott es wollte, als Prophet des Landes. Und eines Tages werden wir ihn im Himmel wiedersehen, als ein Mann Gottes. Warum? Weil sein Hauptpunkt war, die Beziehung zu Gott zu aktivieren. Wie hat er das gemacht? Daniel war gewohnt, dreimal am Tag seine Knie zu beugen, Fenster schön aufzumachen und Gott anzubeten. Ja? Und die Leute hat es genervt. Gerade die Leute, die an seinem Stuhl sägen wollten. Die Leute, die seine Position haben wollten. Die Leute, die unbedingt ihn weghaben wollten. Sie wollten an seiner Position sein. Sie wollten in der hohen Position sein beim König. Und dann haben sie gesucht, wie kann ich ihn irgendwie wegkriegen? Wie können wir diesen Daniel wegkriegen? Und sie haben rausgefunden, der betet immer wieder. Okay, dann sind sie zum König gegangen und haben gesagt, hey König, erlass doch dieses Gesetz, dass alle, die dich anbeten, die dich nicht anbeten, sondern irgendjemand anders, die müssen jetzt in die Löwengrube rein und die müssen sterben. Und es wurde so erlassen, ja, wurde erlassen, dieses Gesetz. Und dann haben sie gesucht, wo gibt es jemand, der das macht? Und diese eifersüchtigen Leute, sie wollten unbedingt diesen Daniel wegkriegen. Und was hat Daniel gemacht? Er hat nicht das im stillen Kämmerlein gemacht. Er hat nicht sich irgendwie versteckt gebetet, nicht leise, wenn es keiner hört. Er hat nicht gebetet so, dass keiner mitbekommt. Nein, obwohl es das Gesetz gab, hat er bewusst dagegen verstoßen, weil für ihn die Beziehung zu Gott viel, viel, viel wichtiger war. Was hat er gemacht? Trotzdem Fenster auf. Das Gesetz war da, man darf es nicht. Er macht trotzdem Fenster auf und er lobt Gott. Morgens, mittags, abends. Und er hat sich entschieden, Punkt Nummer 1, wichtigste in seinem Leben, die Beziehung zu seinem Gott. Ich möchte dich ermutigen, dass du darauf achtest. Wie nimmst du deine Zeit für die Beziehung zu Gott? Wie benutzt du deinen Urlaub? Ich will dich ermutigen, dass du mal deinen Urlaub investierst in die Beziehung zu Gott. Wie auch immer das bei dir aussehen kann, aber nimm dir die Zeit mit deiner Familie oder mit deinem Ehepartner oder mit deiner Gemeinde oder egal wo, mit Freunden, wo du bewusst sagst, hey, wir nehmen uns jetzt Zeit für unsere Beziehung mit Gott. Und mach das, was dir Spaß macht. Zeit im Gebet, Zeit im Wort, Zeit im Lobpreis, was auch immer. Da, wo du Gott begegnest, aber nutze diese Zeit der Beziehung mit Gott. Und ein Hauptvorbild da drin ist unser lieber Daniel. Daniel, der das gemacht hat. Und was war die Folge? Er musste in die Löwengrube. Das tat dem König so weh. Warum muss er in die Löwengrube? Und am nächsten Tag machen sie die Grube wieder auf und er kommt raus und sein Gott hat ihn beschützt. Was ist die Folge? Wenn du auf die Beziehung mit Gott achtest, ist Gott derjenige, der dich beschützt. Schon im alten Bund war das so. Ja? Im alten Bund vor Jesus war schon dieser Schutz da. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch jemand bist, der auf die Beziehung zu Gott so sehr achtet wie der Daniel.
Das ist der Hauptanwendungspunkt, warum Menschen ihr Leben geändert haben, wie Gott das wollte. Punkt Nummer zwei ist eine lernbereite Haltung. Ich möchte dich ermutigen, dass du immer lernst. Denke nicht, jetzt bist du in der Rente und jetzt musst du nichts mehr lernen. Nein, 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 nein. Es gibt viele technische Dinge zu lernen. Du kannst deinen Enkel einladen, du kannst deinen Neffen nicht einladen und viel technische Sachen lernen. Ja? Einfach fragen, wie funktioniert das und lernen, lernen, lernen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht denkst, du kennst schon alle Theologien. Nein, nein, nein. Fang an, die Bücher zu lesen von Leuten, die etwas geschrieben haben über Gerechtigkeit, über Freude, über Gnade, über den Sieg, über den Tausch am Kreuz, über seinen Glauben zu bewahren, so wie das erfolgreiche Ende bedeutet. Ja? Wenn man ein erfolgreiches Ende haben will, muss man Glauben bewahren. Ich möchte dich ermutigen, dass du lernst von den Leuten, die geschrieben haben, von den Leuten, die investiert haben in dein Leben, dass du dir Zeit nimmst, um zu lernen. Ich ermutige dich, dass du ältere Leute besuchst zu Hause, die vielleicht einsam sind, aber die schon jahrelang ihr Leben laufen. Und stelle mal solche Fragen wie, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Was ist das Geheimnis gewesen in deinem Leben? Was ist das Geheimnis gewesen in deinem Leben, dass du nicht vom Glauben abgefallen bist? Was hast du gelernt? Was kannst du mir mitgeben? Was kannst du mir weitergeben? Ich möchte dich ermutigen, dass du von älteren Leuten lernst, dass du von älteren Frauen lernst als Frau, dass du von älteren Männern lernst als Mann und dass du gestärkt wirst durch Leute, die den Lauf vollendet haben. Ich möchte dich ermutigen, dass du eine lernbereite Haltung hast, nicht nur im Technischen, sondern auch im Wort Gottes, dass du lernst von den Menschen, die dir vorausgegangen sind und dass du einfach fragst, hey, was waren eure Erfolge? Was waren eure Schlüssel? Was habt ihr gelernt in den letzten Jahren? Und ich möchte dich ermutigen, dass du lernst von den Leuten, dass du sie ausquetscht, ja? Dass du sie so richtig so ausquetscht mit Fragen, ja? Ich bekomme immer viele Fragen in meinem Leben, Interviews, E-Mails, alle möglichen Fragen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du die richtigen Fragen stellst. Komm auf den Punkt und sag, hey, was ist das Geheimnis deines Lebens, deines Erfolgs? Was ist das Geheimnis? Was hast du gelernt in deinem Leben? Und jeder Mensch, der mit Jesus läuft, hat seinen Schwerpunkt. Hat seinen Schwerpunkt, von dem ist er total überzeugt. Ja? Warum? Weil er durch die Tiefphase gegangen ist und niemals aufgegeben hat. Daniel, wenn ihr den Daniel fragen würdet, im Himmel, hey, wie kann ich mein Leben enden, wie Gott es will? Wie kann ich ein erfolgreiches Ende haben? Der wird euch logischerweise sagen, die Beziehung mit Gott. Halte deine Gebetszeiten ein. Mach das, was Gott sagt. Und egal, was die Gesetze sind, halte die Beziehung mit Gott so, 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 so fest, wie es nur geht. Und so möchte ich ermutigen, dass du diese Helden, die es gibt auf dieser Erde, die Omas, die Opas, die Pastoren, die Leute, die um dich herum sind, dass du einfach von ihnen lernen kannst und sagen, ich möchte auch meinen Lauf vollenden, wie Gott es will. Und der zweite Schlüssel sozusagen von Menschen, die ihr Leben enden, wie Gott es will, ist eine lernbereite Haltung. Punkt Nummer drei ist eine Christusähnlichkeit. Menschen, die ihr Leben enden, wie Gott es will, sie haben eine Christusähnlichkeit. Sie wollen werden wie Christus. Sie wollen nicht werden wie irgendein Popstar. Sie wollen nicht werden wie irgendein YouTube-Star. Sie wollen nicht werden wie Daniel Exler oder Maria Preher. Sie wollen werden wie Jesus Christus. Möchte ich ermutigen, ja? Werde nicht wie ich oder wie irgendein Mensch, werde wie Jesus Christus. Christusähnlichkeit, das ist das Ziel in unserem Leben, dass du wirst wie Jesus Christus. Und was bedeutet diese Christusähnlichkeit? Es gibt einen Vers in Galater Kapitel 5, Vers 22, der uns zur Christusähnlichkeit führt. Und diese Christusähnlichkeit ist hier beschrieben, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist Christus ähnlich. Bitte achte darauf, dass du nicht in den Werken des Fleisches lebst, ist auch im gleichen Kapitel genannt, sondern in der Frucht des Geistes, dass nicht dein Fleisch regiert mit Eifersucht und Zornausbrüchen und Selbstsüchteleien und dein eigenes Ego und so weiter, sondern dass du aus der Frucht des Geistes lebst. Wenn du das tust, lebst du in der Christusähnlichkeit. Und was ist die Frucht des Geistes? Alles, was du tust, tu aus Liebe. Alles, was du tust, tu aus der Freude. Erlaube nicht, dass die Umstände deines Lebens dir die Freude rauben. Alles, was du tust, tust du aus Frieden. Du bist ein Friedensstifter. Du bringst den Frieden hinein, da wo du bist. Du bist eine Person, die langmütig ist. Lange Mut, ja? Nicht nur kurz Mut, lang Mut. nicht nur kurz, sondern Ende, sondern lange Zeit oder voller Geduld. Man übersetzt auch mit Geduld.
freundlich. Sei freundlich zu den Menschen, die um dich herum sind. Sei gütig. Sei mal bereit, jemand was zu zahlen, wenn du einen Überschuss hast und was machen kannst. Sei gütig. Wenn jemand was braucht, gib's denn einfach. Ja? Sei doch bereit, was zu geben. Warum? Weil Jesus uns alles gegeben hat. Wir wollen gütig sein. Ich möchte ermutigen, auf die Treue zu achten. Treue ist eine Christusähnlichkeit. Du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Und Menschen, die ihr Leben enden, wie Gottes Wille, sind Menschen, die treu sind. Und Sanftmut natürlich, ja. Dass du sanft bist, aber gleichzeitig mutig. Und Enthaltsamkeit. Dass du Selbstbeherrschung lernst in allen Bereichen deines Lebens. In allen Bereichen, wo wir Enthaltsamkeit lernen dürfen, aber gleichzeitig die Freude zu bewahren, die in Jesus Christus kommt. Menschen, die in dieser Frucht des Geistes leben, diese Frucht des Geistes sind Menschen, die in der Christusähnlichkeit sind. Die wollen werden wie Christus. Und das ist ein guter Punkt. Bleib vor allem in der Liebe. Ja, am Ende bleiben drei Dinge: Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte. So bleib in der Liebe. Punkt Nummer 4 ist Überzeugungen und Glauben. Menschen, die ihr Leben enden, wie Gott es will, haben starke Überzeugungen und einen starken Glauben. Woher kommt der Glaube? Glaube kommt vom Hören. Du hörst mir gerade zu. Du hörst das Wort Gottes. Und während du das Wort Gottes hörst, kommt Glaube zustande. Denn Glaube kommt vom Hören, Römer 10, 17. Und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes oder aus der Predigt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir täglich Predigten anhörst. Oder die Bibel liest, selber laut liest und dass es aussprichst. Ja? Dass du das Wort Gottes aussprichst, weil dadurch kommt Glaube zustande. Und Menschen, die ihr Leben enden, wie Gott es wollte, sind Menschen, die voller Überzeugung, voller Glauben ihr Lauf vollenden. Ich möchte dich ermutigen, dass du einen starken Glauben bewahrst. Zum Beispiel, dass du eine Vision in deinem Leben hast. Dass du eine Vision hast, die größer ist wie dein Leben. Eine Vision, die größer ist wie deine Jahre, die du auf dieser Erde bist. Dass du lebst nicht nur für dich, sondern für die nächsten Generationen, die dir hinterherlaufen werden, die dir folgen werden. Und ich möchte ermutigen, dass du starke Überzeugungen hast. Nicht egoistische Überzeugungen, sondern Überzeugungen des Wortes Gottes. Das ist das Entscheidende. Und dass du auf diesen Glauben festhältst, die Vision festhältst. Ich habe einen Vater, dessen Glauben zählt, einen starken Mann Gottes, der hat eine Vision, die ist größer. Größer wie sein eigenes Leben. Und weil er selber diesen Weg gegangen ist und hat gesagt, und ich möchte Reich Gottes bauen, ich will Missionare in die ganze Welt bringen, ich möchte den Missionsauftrag, den Jesus gesagt hat, geht hin in die ganze Welt, predigt das Evangelium, das möchte ich machen, hat er gesagt, und ich konnte mitlaufen, weil seine Vision größer ist wie sein Leben. Und das ist ein Erbe, das er mir gegeben hat, und da bin ich so dankbar dafür. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ein Erbe weitergibst an deine nächsten Generationen. Auch wenn du keine physischen Kinder vielleicht hast oder leiblichen Kinder, so kannst du mit deinen geistlichen Kindern Dinge weitergeben, wenn du sie voller Vision festhältst und weißt, eins, meine Vision ist größer wie mein Leben. Viele Entscheidungen trifft man aufgrund diesen Punkt Nummer 4. Deine Überzeugung und dein Glaube ist die Grundlage für eine bestimmte Entscheidung. Und so möchte ich ermutigen, dass du gute Überzeugungen hast und einen guten Glauben hast, nämlich in Jesus. Punkt Nummer 5. Gottes Pläne erfüllen. Menschen, die ihr Leben enden, wie Gottes will und die ein erfolgreiches Ende haben, sind Menschen, die Gottes Pläne erfüllen wollen. Damals, in den 1950er Jahren, gab es viele Evangelisten. Es gab 1945 zum Beispiel einen Evangelisten, der hieß Chapman Bin, und 1950 ist er als Atheist wieder gestorben, obwohl er ein starker Evangelist war. Dann gab es einen Broad Clifford, der ist auch 1955 gestorben als Alkoholiker. Und da gab es einen Mann, auch in diesen ganzen Bewegungen der Evangelisten damals, war richtig starke Sache. Da gab es einen Mann, der hieß Billy Graham. Der war anfangs ziemlich unbegabt, der war unpopulär. Keiner dachte, dass was wird so richtig aus ihm. Aber weil er treu war, hat Gott ihn über Großes gesetzt. Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Die Statistik zeigt, dass nur noch einer von 10 großen Männern mit 60 noch stark sind im Glauben. So war es damals eben, ich möchte dich ermutigen, vielleicht kennst du andere 9 starke im Glauben.
Macht dich zusammen, dass ihr 10 auch euer Ziel erreicht. Dass wenn ihr 60 werdet, dass ihr euren Lauf vollendet, dass ihr euren Lauf stark wird. Wisst ihr, ich habe schon einige Jahre Jugendarbeit hinter mir, schon einige Jahre Gemeindearbeit hinter mir. Ich habe einige starke Leute gesehen, die sich bekehrt haben, die frei wurden, die festgehalten haben am Wort Gottes und die einfach stark wurden und von denen ich richtig beeindruckt war. Manche sind einfach weggegangen, weil sie auf diese Punkte nicht geachtet haben. Manche sind einfach abgefallen vom Glauben. Und das hat mir richtig, mein Herz hat es so wehgetan, weil ich gesehen habe, sie hätten so viel machen können für das Reich Gottes. Und sie hätten so viel machen können für Jesus. Und sie sind einfach weggegangen, weil sie auf bestimmte Dinge nicht Wert gelegt haben, die wir noch lernen werden, nämlich die Hindernisse für ein erfolgreiches Ende. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Lauf vollenden wirst. Ich habe Glauben bewahrt, ich habe meinen Lauf vollendet, was Timotheus hier sagt. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du über 60 bist, dass du zu den Männern und Frauen Gottes gehörst, die am Ende ihren Lauf vollenden werden. Und nicht, dass du falsch abbiegst oder dein Leben endest da drin. Bitte, bitte, halte den Glauben fest. In meiner Zeit, wo ich damals Jugendlicher war, es gab Menschen, die haben besser gepredigt wie ich. Menschen, die waren viel begabter, die waren viel bessere Leiter, viel bessere Prediger, viel bessere Männer und Frauen Gottes im Reich Gottes. Und ich war beeindruckt von denen. Viele sind heute gar nicht mehr im Glauben, weil sie nicht auf die Punkte Wert gelegt haben, von denen wir heute lernen. Nämlich Beziehung mit Gott, eine lernbereite Haltung, die Christusähnlichkeit, die Überzeugung, Glauben und dass sie ihren Plan erfüllen wollen. Ich möchte dich ermutigen, dass du den Plan Gottes für dein Leben erfüllen wirst. Punkt Nummer 6, nämlich das Leben aus dem Bewusstsein ihrer Bestimmung. Lebe aus dem Bewusstsein deiner Bestimmung. Und Menschen, die ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollte, waren Menschen, die ihr Leben aus dem Bewusstsein ihrer Bestimmung gelebt haben. Sie wussten, ich lebe nicht für mein Leben selber. Ich bin nicht hier, damit ich mich selber verwirkliche und ende, sondern ich habe eine bestimmte Bestimmung und ich will leben aus diesem Bewusstsein meiner Bestimmung. In diesem Punkt werden Lebensentscheidungen getroffen. In diesem Punkt wird ganz bewusst entschieden, wie dein Leben weitergeht. Und so möchte ich ermutigen, auf diese 6 Punkte Wert zu legen. Das waren die Hauptanwendungspunkte laut der Bibel. Von den 30% der Führungspersonen, die wir kennen, die ihr Leben geändert haben, wie Gott es wollte. Das waren die Hauptmerkmale. Nämlich, ich wiederhole es, die Beziehung zu Gott Nummer 1. Eine immer lernbereite Haltung bis zum letzten Tag deines Lebens. Nummer 3, eine Christusähnlichkeit nach Galater 5, 22. Eine Überzeugung und ein Glauben und aus diesem lebst du. Punkt Nummer 5, du hast die Pläne Gottes für dein Leben im Blick und du willst sie erfüllen. Und Punkt Nummer 6, ein Leben aus dem Bewusstsein deiner Bestimmung. So möchte ich ermutigen, dass du diesen Weg gehst und dein Leben enden wirst, wie Gottes will. Hindernisse. Was sind die Hindernisse für ein Leben, das nicht so endet, wie Gott es will? Was ist der Hauptanwendungspunkt, warum Menschen ihr Leben nicht enden, wie Gott es will? Viele sagen immer, ja, es könnte sein, Machtprobleme oder es könnte sein, irgendwie Stolz oder irgendwas oder wie der Teufel mit dem Stolz da zu tun hatte oder wo auch immer das Problem ist und viele haben Ideen, aber wenige kommen auf den Hauptanwendungspunkt an. 70% von den Leuten, die ihr Leben nicht geendet haben, wie Gott es wollte, laut Bibel, und wir dürfen ja lernen von den biblischen Figuren, wir sollen auch lernen von ihnen, ist der Hauptanwendungspunkt, also der Hauptmerkmal, warum sie ihr Leben nicht geendet haben, wie Gott es wollte, Punkt Nummer 1, ist der falsche Umgang mit Finanzen. Vielleicht überrascht dich das jetzt, dass das der Hauptanwendungspunkt ist, aber das ist der Hauptanwendungspunkt. Denkt an Judas, der plötzlich Jesus verkauft hat. Für was? Für Mammon, für Geld. Ja? Denkt an Ananias und Sapphira im Neuen Testament, im Neuen Bund hier. Hananias und Sapphiras, die einfach gesagt haben, ich möchte das Geld zurückhalten und sie haben den Heiligen Geist belogen. Die haben den Heiligen Geist betrogen in diesem Moment. Ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte. Haben falscher Umgang mit Geld. Und was war die Folge? Tot umgefallen. Es gibt Menschen, die haben dienen einem Mammon. Sie dienen dem Geld. Sie dienen dem Geld und Jesus sagt, entweder ihr dient Gott oder dem Mammon. Wir können nicht beidem dienen. Entweder dienst du Gott oder du dienst dem Mammon. Geld ist ein guter Diener,
aber ein schlechter Herr, ein schlechter Leiter. So bitte trachte zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugetan werden, zugefügt werden, hinzugetan werden dazu. Und deswegen möchte ich ermutigen, dass dein Herz immer zuerst an Jesus ist und nicht im Geld ist oder in Finanzen ist. Vielleicht hast du dein ganzes Zeit, deine ganze Energie, deine ganze Kraft, alles hineingelegt, um endlich mal Geld zu machen in der Firma, im Geschäft, in deinem eigenen Geschäft, in der Arbeit, egal wo. Und du willst groß rauskommen, du willst viel Geld machen. Ich möchte dich ermutigen, dass dein Ziel immer sein sollte, Jesus ist mein erster Punkt. Und dann wird alles andere dir hinzugefügt werden. Bitte, bitte, geh den Weg mit Jesus. Punkt Nummer zwei, warum wir Menschen ihr Leben nicht geendet haben, wie Gott es wollte, ist Machtmissbrauch. Machtmissbrauch. Und Machtmissbrauch ist etwas, wo du Macht bekommst von Gott oder Autorität von Gott bekommst als Leiter einer Gemeinde, eines Hauskreises, einer Familie, als Ehemann, als Oberhaupt der Familie oder als Ehefrau über deine Kinder oder als Geschwister, als älteres Geschwisterteil über deine Geschwister. Oder du bist in einer Firma, bist Abteilungsleiter irgendwo und du hast Macht über bestimmte Leute. Und wenn du diese Macht missbrauchst, für deine eigenen Zwecke gebrauchst, dann tust du sie sozusagen missbrauchen und du produzierst großen, großen Schaden. Und dahinter steckt ein geistliches Prinzip, Saat und Ernte. Was der Mensch sät, sagt Gott, wird er auch ernten. Und wenn du selber Machtmissbrauch säst, kommt eine Ernte zurück, die als geistliches Gesetz gegen dich wirkt. Ich ermutige dich, dass du diese geistlichen Gesetze außer Kraft setzt, indem dass du Buße tust. Ja? Einfach sagen, Jesus, ich tue Buße und ich möchte da wieder rauskommen. Ich möchte dir dienen von ganzem Herzen. Und nicht Machtmissbrauch, sondern Machtgebrauch. Für was? Für den König der Könige, für Jesus Christus, für den Herrn, der dich liebt von ganzem Herzen. Punkt Nummer drei ist Stolz. Punkt Nummer drei ist Stolz. Menschen, die ihr Leben nicht geendet haben, wie Gott es wollte, waren Menschen, die waren stolz. Stolz ist ein Punkt, der in viele Bereiche des Lebens sich platzieren will. Stolz ist aber ein Punkt, wenn du ihn erkennst, dann schmeiß ihn einfach raus. Wie ist der Weg, da rauszukommen? Demut, ja. Beuge dich unter die große Hand Gottes, voller Demut. Und sag, Jesus, bitte nimm diesen Stolz raus. Das tut manchmal echt weh. Aber wenn wir es tun, kommen wir in die Freiheit hinein. Da kommen wir raus aus diesem Stolz hinein in die Freiheit Gottes. Und so möchte ich ermutigen, dass Stolz nicht ein Block ist in deinem Leben, dass du dein Leben nicht enden kannst, wie Gott es will, sondern dass du dein Leben endest, wie Gott es will, indem du voller Freude nach vorne schaust und sagst, Jesus, danke, danke für mein Leben und ich möchte nicht stolz sein. Ich möchte immer Nummer eins sollst du sein. Punkt Nummer vier. Sexuelles Fehlverhalten. Ich möchte mal fragen, wo investierst du dein Leben? Wohin investierst du dein sexuelles Leben hinein? Es sollte nicht bei einer anderen Frau wie das, was Gott dir gegeben hat. Es sollte nicht bei einem anderen Ehemann, wo Gott dir gegeben hat, sein. Sondern innerhalb der Ehe, da ist der Ort der sexuellen Erfüllung. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht auf anderen Bereichen suchst. Es gibt ein paar Beispiele dabei, zum Beispiel von David und Bathseba. David und Bathseba, er war selber verheiratet, er hatte Frauen, David, und er läuft da rum, er läuft auf dieser Terrasse da rum und sieht die Bathseba und er wird erregt, er wird getriggert und sagt, boah, die will ich haben. Was macht er? Er nimmt sie zu sich, sie fallen in Ehebruch hinein, sie schlafen miteinander, haben Sex zusammen. Und was die Folge? Nachdem er das vertuschen will, wird er auch noch ein Mörder und nimmt den Mann von der Bathseba und bringt ihn an die Front, er wird getötet, damit er dieses Ding vertuscht. Was ist das Gute dabei? Er erkennt, dass er was falsch gemacht hat. Der Prophet kommt zu ihm und er sagt, hey, da gibt es jemand. Und er erkennt es sofort und er tut Buße. Ich möchte dich ermutigen, auch wenn du einen Fehltritt erlebt hast in deinem Leben, auch wenn du Dinge gemacht hast, die nicht richtig waren, auch wenn Dinge passiert sind, auch in diesem Bereich des sexuellen Fehlverhaltens, die in deinem Leben zustande gekommen sind, ich möchte dich ermutigen, es gibt ein Leben nach dem Fehltritt. Ja? Wenn du die Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte dich ermutigen, dass du den Weg der Aufarbeitung gehst, den Weg der Wiederherstellung gehst und sagst, Jesus, obwohl es passiert ist, aber ich schaue auf dich. Du bist der König der Könige, auch in meinem Leben. Und das Gute ist, trotzdem war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du kannst ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes sein.
wenn du in allen Bereichen dich demütigst unter der großen Hand Gottes. Ein Vorbild in diesem Bereich des sexuellen Fehlverhaltens ist Josef und die Versuchung mit Potiphas Frau. Josef war ein junger Mann, er war ziemlich gut aussehend und er war alleinstehend. Und Potiphas Frau, er hat gedient in dem Haus von Potiphar. Er hat dort alles ziemlich gut gemanagt, war ein guter Manager, einer, der gut entwickelt hat. Und Potiphas Frau schaut ihn an und denkt, wow, der sieht gut aus, den will ich haben. Und versucht ihn, hey, komm doch mit mir ins Bett und so, ich will mit dir schlafen und so. Was passiert in diesem Moment? Er sagt nein, Potiphas Frau, nein, wenn ich mit dir schlafe, sündige ich nicht mit dir, sondern ich sündige vor meinem Gott. Der Schlüssel von Josef war, dass er verstanden hat, ich sündige gegen meinen eigenen Gott. Und ich halte meine Beziehung zu Gott. Ja, das war Punkt Nummer 1 für ein gutes Ende. Meine Beziehung zu Gott halte ich fest. Und ich werde nicht mit dir schlafen, weil sonst sündige ich gegen meinen Gott. Was passiert? Er ist weggerannt. Das ist ein guter Schlüssel. Ja? Wenn so eine Versuchung kommt, besonders für Männer, renne einfach weg davon. Ja? Geh weg. Paulus sagt, flieht der jugendliche Begierden. Flieht dahinter. Weil das ist ein Hauptanwendungspunkt, Punkt Nummer 4 eben hier, warum Menschen ihr Leben nicht enden, wie Gott es will, sexuelles Fehlverhalten. Bitte, bitte, wenn es passiert ist, bereinige das, löse die ganze Sache, arbeite das Ding auf, sprich Vergebung hinein, vergib anderen Leuten selber, bitte um Vergebung, aber schau, dass du in diesem Bereich sauber bist. Ja? Punkt Nummer 1, nochmal, schau, dass du deine Finanzen Gott die Ehre gibst. Punkt Nummer 2, dass du Macht nicht missbrauchst, sondern Macht gebrauchst für Gottes Königreich. Dass du nicht stolz wirst, Punkt Nummer 3, und in deinem sexuellen Leben, dass du sie nicht fehlverwendest oder kein Fehlverhalten da drin erlebst, sondern ein vorbildliches Leben, wo andere sagen, wow, so eine Ehe will ich auch haben, wie ihr sie habt. Punkt Nummer 5 sind familiäre Beziehungen. Familiäre Beziehungen, die tatsächlich Menschen wegbringen können, dass sie ihr Leben enden, wie Gott es will. Ich mache hier ein Beispiel, und zwar von Salomo. Salomo hatte sehr, sehr viele Frauen und hatte auch von anderen Gründen, von anderen Nationen. Und Gott hat bewusst gesagt, lasst euch nicht ein mit den Frauen der anderen Nationen. Er hat es trotzdem gemacht. Warum? Weil sie haben andere Götter, sie haben andere Grundlagen ihres Lebens, sie haben einen anderen Fokus. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du dich entscheidest für eine Ehe und entscheidest für eine Beziehung, immer Christ mit Christ, die zusammen Gott anbeten. Das ist so, so wichtig. Und was ist hier passiert? Salomo, einer der weisesten Männer, der überhaupt je gelebt hat. Und wir lesen in 1. Könige, Kapitel 11, Vers 4 steht drin. 1. Könige 11, Vers 4. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war. Da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. David war ungeteilt, obwohl er Fehler getan hat, aber sein Herz war immer Gott geleitet, immer auf Gott fokussiert. Und dieser Salomo, er war so weise, er war einer der reichsten, die es überhaupt gab. So ein Gesegneter, aber was war sein Problem? Die familiäre Beziehung. Er hat sich eingelassen mit Leuten, die ihn beeinflusst haben in seinem Herzen. Ich kenne so viele Menschen, die suchen händeringend nach irgendeinem Partner. Sie suchen unbedingt nach einem Partner und denken, oh, der wird sich schon bekehren. Und sie suchen unbedingt nach irgendjemand und denken, der bekehrt sich schon noch. Aber meistens ist es so, dass der Christ dann oft in die falsche Richtung geht. Ich möchte dich ermutigen da drin. Bitte triff richtige Entscheidungen da drin. Und bitte lass dich nicht mit der Welt ein. Was hat Licht mit Finsternis zu tun, fragt die Bibel. Ja? Sondern lass dich auf den ein, der Jesus auch von ganzem Herzen dient. Und ich möchte dich ermutigen da drin. Gott hat die richtige Person auch für dich in deinem Leben. Und Salomos Fehler war, und wir dürfen von ihm lernen, weil wir haben es am Anfang gelernt, dass wir zur Belehrung, ist es aufgeschrieben, dass wir lernen von ihm, Salomos Fehler war, dass er sich eingelassen hat mit diesen Frauen und sein Herz wurde, wo er alt geworden hat, anderen Göttern zu
ja, zugewendet. Unser Herz war nicht mehr ungeteilt, spricht die Bibel hier, sondern es war geteilt und war nicht mehr so ungeteilt wie bei seinem Vater David. Ich möchte dich ermutigen, dass du lernst von deinen geistlichen Vätern, dass du lernst von diesen geistlichen Stärken, die du um dich herum hast, und dass du lernst, und ich möchte hier euch die Punkte geben, dass du auch auf deine familiären Beziehungen achtest, dass alle um dich herum, die dich beeinflussen, dass sie mit Jesus zusammengehen oder dass du andere Leute beeinflusst mit Jesus. Und wisse eins, du hast einen enormen Einfluss auf andere Leute. Punkt Nummer 6 ist Verflachung oder Stagnation. Das, was eine Stärke war in der Jugend, wird manchmal eine Schwäche im Alter. Ich mache euch ein Beispiel. Es gibt den Luther, Martin Luther, der ist ja weltbekannt, Martin Luther, der Mann, der die Reformation gestartet hat, ja, die 95 Thesen und so weiter. Und dieser Luther, er war ganz scharf gegen Kindestaufe. Ganz scharf. Er sagt, wie kann das sein, dass irgendein Pater glauben kann, anstatt des Kindes? Das geht doch gar nicht. Da ist kein Glaube drin im Kind. Wie kann das Kind glauben? Da ist doch kein Glaube. Wie kann das funktionieren? Und er war ganz scharf gegen Kindestaufe. Martin Luther. Viele wissen das gar nicht. Und er wurde für vogelfrei erklärt. Das bedeutet, man kann ihn einfach töten. Man keine Strafe und auch noch Kirchenbann, das war damals ganz schlimm. Man hat gedacht, man ist nicht mehr gerettet, also weg von der Kirche. Und das hat so einen Druck gemacht, sodass man in der Kirchengeschichte unterscheidet zwischen dem alten und dem jungen Martin Luther. Und irgendwann hat er einen Versuch gestartet, um das theologisch irgendwie reinzubringen, dass doch die Kindestaufe wieder reinkommt. Und dann, so kam es hinein. Und bis heute haben wir diese Problematik, bis heute noch, dass ein Mann, der so stark war in den Wort Gottes, der seine Werte angenommen hat, der die Werte angenommen hat, nein, nur durch Glauben, nur durch die Schrift, ja. Und dieser Glaube kann man nur durch eine bewusste Entscheidung machen als Erwachsener, auch bei der Taufe. Und so viele Freikirchen haben heute ein Problem, weil ein einziger Mann in den letzten Tagen seines Lebens Verflachung oder Stagnation erlebt hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Glauben bewahrst, ja, dass du deine Überzeugung und deinen Glauben, den Gott dir gegeben hat, festhältst. Und nicht, dass du am Ende deines Lebens einfach loslässt und sagst, ich stagniere, ich flache ab, sondern dass du festhältst, warum? Weil deine Entscheidungen haben Auswirkungen auf die nächsten Generationen. So bitte halte fest an den Entscheidungen, an dem Wort Gottes, das Gott dir gegeben hat, an dem, was im Wort Gottes drinsteht, was Gott dir gezeigt hat in deinem Leben. Und bitte halte fest an dem, was Jesus gesagt hat, auch in seinem Wort, denn es ist vollbracht auch für dein Leben. Wir wollen es kurz zusammenfassen. Was waren die 6 Schlüssel für ein gutes Ende und was waren die 6 Hindernisse für eben ein schlechtes Ende? Und dann wollen wir langsam zum Ende kommen. 6 Punkte, wie du dein Leben enden kannst, wie Gott es will. Ich möchte es dir in dein Herz nochmal hineingeben und somit auch diese Einheit hier beenden. 6 Schlüssel, warum du dein Leben enden kannst, wie Gott es will. Punkt Nummer 1, deine Beziehung mit Gott. Bitte achte auf deine Beziehung mit Gott täglich. Das ist der Hauptpunkt, warum Menschen ihr Leben enden, wie Gott es will. Punkt Nummer 2, hab immer eine lernbereite Haltung, immer. Denke nicht, du weißt alles, sondern lerne. Lerne von denen, die dir vorausgegangen sind, die schon älter sind im Glauben, die schon weiter sind im Glauben. Punkt Nummer 3, habe diese Christusähnlichkeit. Werde wie Christus. Punkt Nummer 4, Überzeugung und Glaube. Verstehe eins, dass du aus diesen Überzeugungen, aus dem Glauben heraus lebst und dass du sie festhältst und dass du sie nicht wegen irgendwelchen Mediengeschichten wegschmeißt, sondern halte das Wort Gottes fest. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen, ja, ganz wichtig. Und Punkt Nummer 5, wisse, dass die Pläne Gottes, dass sie zu erfüllen gibt, dass du die Pläne Gottes erfüllen kannst und erfülle diese Pläne Gottes auch. Und lebe aus dem Bewusstsein deiner Bestimmung. Lebe aus dem Bewusstsein deiner Bestimmung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Du hast eine Bestimmung, du hast einen Plan, den hat Gott für dich vorbereitet und lebe aus diesem Bewusstsein. 6 Punkte, warum Menschen ihr Leben nicht geendet haben, also Hindernisse für ein erfolgreiches Ende, ist falscher Umgang mit Geld. Bitte achte darauf, dass dein Geld, was du in deinem Geldbeutel hast, auf deinem Konto hast, ist nicht dein Privatvergnügen, sondern Gott hat dir alles gegeben, sodass du gut umgehen kannst damit. Und das, wenn du gibst, wirst du bekommen. Ja? Wir haben so viel von Gott bekommen, vor allem wir als Österreicher, Schweizer, Deutsche. Wir haben so viel von Gott bekommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit deinem Geld auch Gott dienst, dass du weise und gut umgehst, auch mit deinen Finanzen.
biblischer Umgang mit Geld ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. So bitte geh gut um und voller Glauben auch mit deinen Finanzen. Je treuer du da drin bist, desto mehr bekommst du auch. Ja? Gebt, so wird euch gegeben werden. Mach es voller Glauben. Nicht aus Gesetz, mach es aus Glauben. Punkt Nummer zwei, achte auf die Macht, die du hast. Gebrauche sie etwas Gutes. Achte darauf, wenn du Stolz findest. Nummer drei, schmeiß sie sofort raus. Achte darauf, dass kein sexuelles Fehlverhalten geschieht. Wenn es geschieht, tu Buße, steh wieder auf. Und achte darauf, dass du wie beim Josef Gott dienst. Ja? Und dass die familiären, Punkt Nummer 5, die familiären Beziehungen immer Gott ehren und dass nicht sie dich beeinflussen, dass du sie beeinflusst. Wie? Indem du, dass du stark wirst im Glauben und festhältst. Und der letzte Punkt, bis zum hohen Alter. Stagnier nicht, komm nicht in die Verflachung hinein, baue nicht ab, sondern halte fest bis zum Ende. Und ich möchte enden mit der Bibelstelle, wie wir auch begonnen haben. Und zwar in 2. Timotheus, zwar diese Bibelstelle, die so wichtig ist. Und da möchte ich ermutigen da drin, in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 und Vers 8. Und das wünsche ich dir für die Tage der Ermutigung. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. An jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Ich möchte dich ermutigen, durch diese Tage der Ermutigung, dass du deinen Kampf kämpfst, den guten Kampf kämpfst, nach Epheser 6, den guten Kampf kämpfst, ja? Und dass du deinen Lauf vollendest und dass du Glauben bewahrst. Und ich möchte dich im Himmel wiedersehen, mit deinem Siegeskranz der Gerechtigkeit, mit deiner Krone im Himmel. Warum? Weil wir Gott lieben von ganzem Herzen. Liebe Gott von ganzem Herzen. Amen. Bei mir hat es länger gedauert. 7 Jahre. Und in diesen 7 Jahren fand ich das sehr interessant, wie sich meine Frau verändert. Sie ging in einen Hauskreis. Sie hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und für mich war das als Katholik damals, okay, dann kann nichts schieflaufen. Die Bibel ist in Ordnung und es ist alles soweit okay. Aber ich brauche das nicht. Das war meine Einstellung. Nun ja, Gott hat dafür gesorgt, dass ich in mich gegangen bin, dass ich reflektieren musste, dass ich auf die Knie gehen musste. Meine Frau Antonella war schwanger mit meinem Sohn Samuel und bei einem Frauenarztbesuch, bei der Kontrolluntersuchung, hat sich herausgestellt, dass eine mikrozystische Wucherung in der Lunge war. Mhm. Ui, für mich brach eine Welt zusammen. Was tut man da? Was kann man da machen? Die Prognose war, dass wenn diese Wucherung so weiter wuchert, das Kind operiert werden muss im Mutterleib und die Chance 50-50 stehen. Das war für mich eine Katastrophe. Ich weiß noch ganz genau, wie ich zu Hause auf die Knie gegangen bin, weinend und nach Gott gerufen habe. Ich rief, Jesus, ich weiß, dass es dich gibt, aber ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen kann, wie ich das jetzt bewältigen soll. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Es wurde mir warm und mir gingen, ich finde jetzt kein anderes Wort, die Augen auf. Ich fand auf einmal Trost, es hat sich alles abgespielt in wenigen Sekunden. Ich fand Trost, Ruhe und eine gewisse Freude, die schwierig zu erklären ist in dieser Situation. Und für mich war es ganz klar in diesem Moment, Mimo, du musst die Bibel lesen. Ich bin ja Goldschmied und ich habe den Luxus, oder, ja, dass ich die Bibel hören kann. Während der Arbeit. Ich habe mir dann eine Hörbibel besorgt und habe die dann 6 Stunden am Tag laufen lassen. Und für mich war das, ui, so wow, das ist ja die Wahrheit. Und in dieser Wahrheit wollte ich dann auch bleiben. Ja, die Diagnose war immer noch so. Ja, die Umstände waren immer noch so. Doch ich hatte Frieden im Herzen. Einen Frieden, der nicht zu erklären ist.
Und ja, wir gingen dann wieder zum Arzt. Es war wieder ein Termin geplant. Und als wir dann dort waren in Tübingen, sagte der Arzt, ja, es wuchert weiter. Aber ich hatte Frieden. Dann kam der nächste Termin. Und auch da war noch keine Veränderung, aber ich hatte immer noch Frieden. Dann kam die nächste Untersuchung, die dritte. Und da sagte der Arzt, es scheint so, als ob es langsamer wird. Dann kam die nächste Untersuchung. Und bei dieser Untersuchung war der Arzt sehr still, das weiß ich noch. Und das war auch in einem Zeitraum, wo es eigentlich medizinisch nicht machbar gewesen wäre. Sie haben uns eine Zeitspanne gegeben gehabt, wo etwas passieren könnte und alles darüber hinaus wäre utopisch. Und genau in diesem Zeitraum, wo es eigentlich nicht mehr möglich gewesen wäre, kam dieses Wunder zustande. Und ich weiß noch, als ob es gestern gewesen ist. Der Arzt rief einen zweiten Arzt rein, der kam rein, schaut auf den Monitor und sagt, da war was, ich weiß es. Da war nichts mehr. Also zumindest nichts mehr auf dem Monitor, es war nichts mehr zu sehen, es war alles weg. Und ich weiß noch ganz genau, ich stieg ins Auto rein und ich wusste, wow, jetzt starten wir erst recht durch. Ich fuhr nach Hause und habe dann nochmal bewusst die Entscheidung getroffen, ich gehe mit Jesus Christus und nahm Jesus bewusst in mein Herz auf. Das war der Anfang einer wunderbaren Reise mit Jesus Christus. Das war der Startschuss in meinem Leben, in unserem Leben. Ich wusste eins, entweder die Bibel stimmt und es schien so, dass sie stimmt, oder sie stimmt nicht. Aber wenn sie stimmt, so ist es eine Atombombe in meinem Leben, in unserem Leben, in jedem Leben. Und ich fing an, das zu tun, was die Bibel sagt. Legt Hände auf, betet. Und ich wusste, dass Gott, dass Jesus, mein Sohn, geheilt hat. Deswegen trägt er auch den Namen Samuel, weil Gott uns erhört hat. Und ich wusste, wenn Samuel geheilt werden kann, und er war ja geheilt, so können das auch andere Menschen. Und wir haben einen wunderbaren Freundeskreis, der jetzt noch viel größer ist. Und ich habe mir vorgenommen, Hände aufzulegen und zu beten. Und Gott ist treu in dem, was er tut und was er sagt und was er uns versprochen hat. Und es geschah ein Wunder nach dem anderen. Es kamen Kinder zur Welt, die eigentlich so nicht geplant waren, wo die Ärzte gesagt haben, nein, das geht so nicht. Heilungen kamen zustande, Rückenschmerzen und so weiter und so weiter. Bekehrungen. Wir können sagen, dass unser kompletter Freundeskreis sich bekehrt hat. Und nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus treu zu dem steht, was er sagt. Nun, der Anfang war gut und es wurde immer besser und doch ist der Glauben eine Herausforderung, auch in der Ehe. Das Tempo war so schnell, mein Tempo war so schnell, dass so mancher, vor allem meine Frau, damit eine Herausforderung hatte. Und voller Feuer ging ich rein ins Wort. Ich hörte jeden Tag, ich las jeden Tag das Wort Gottes. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich mit dem Heiligen Geist getauft worden bin, was das für ein Ereignis war für mich. Das war wow. Und mit voller Kraft ging ich in die Bekehrungen rein. Meine Freunde, unser Freundeskreis bekehrte sich. Ich sprach Menschen an auf der Straße beim Spazierengehen. Ich war bekannt im ganzen Ort. Und als der Samstagprediger. So sagten es manche. Ja. Es war keine einfache Situation für meine Frau. Genau. Ich habe immer den Eindruck gehabt, sobald mein Mann sich bekehrt, dann wird das Leben einfach. Aber das war überhaupt nicht so. Als mein Mann sich bekehrte,
fing er so Feuer, dass er einfach darauf hinaus geschossen hat mit dem Wort Gottes. Und dementsprechend sind auch viele Bekehrungen passiert, aber auch ganz viele Kollateralschäden. Ihm wurde bewusst, dass die Leute, wenn sie nicht zu Jesus gehören, dass sie einfach in der Hölle landen werden. Und es hat was mit ihm gemacht. Und dann hat er versucht, einfach mit seiner eigenen Kraft Menschen zu bekehren. Das funktioniert natürlich nicht. Und mein Fehler war, ihn zu stoppen wollen. Mein Fehler war, aus eigener Kraft meinen Mann zu stoppen, so dass er aufhört, über Jesus zu erzählen im ganzen Dorf, damit er nicht mehr der Samstagprediger genannt wird, zum Beispiel. Oder beziehungsweise, dass unsere Freunde nichts mehr mit uns zu tun haben wollten, weil er einfach nur über Gott gesprochen hat. Ja, und dann passierte es einfach, dass wir gemerkt haben, so kann es nicht mehr weitergehen, unsere Ehe zerbricht. Anstatt jetzt mit Jesus alles neu zu machen, ging es eher rückwärts und es ging eher in die Brüche. Und dann haben wir beide eins verstanden. Wir sind in die Ehe gegangen ohne Jesus. Und das, was wir in unsere Ehe mit reingenommen haben, war halt da. Und jetzt ist aber Jesus dazu gekommen. Und das ist ja das Gleiche, wie wenn man in einem Glas Wasser, der mit Dreck gefüllt ist, neues Wasser reintut. Da muss erstmal die ganze Schlacke rauskommen. Der ganze Dreck muss raus aus dem Glas gespült werden. Und das dauert manchmal länger und es tut auch weh. Und so war das auch für uns. Es war ein Prozess. Wir mussten lernen, miteinander umzugehen. Wir mussten uns abschneiden von falschen Gewohnheiten. Wir mussten uns auch abschneiden von Sachen, die wir von unseren Eltern gesehen haben. Wie zum Beispiel, wie meine Oma mit meinem Opa umgegangen ist. Oder wie meine Mutter mit meinem Vater umgegangen ist. Und wir mussten einfach Jesus an erster Stelle, also Gott an erster Stelle in unsere Ehe setzen. Und dann natürlich auch die Relation erster Mann und dann die Frau. Und als wir das verstanden haben, hat sich echt was ganz Tolles verändert. Und es ist wirklich was anderes zum Vorschein gekommen, nämlich eine gesunde und gute Ehe in den Augen Gottes. Eins hat mir Gott gezeigt, Erkenntnis ohne Weisheit ist nichts. Ich hatte so manche Erkenntnis, Bruchstücke, aber ich hatte die Erkenntnis, dass die Menschen verloren sind. Doch fehlte mir die Weisheit. Und der Heilige Gott, der Heilige Geist ist der, die Menschen berührt. Amen. Der Heilige Geist ist der, der eigentlich, der wirkt. Ja. Ich merkte, dass der Heilige Geist 80% macht und ich 20. Ursprünglich dachte ich, ich muss 80 machen und der Rest macht der Heilige Geist, aber so ist das nicht. Der Heilige Geist macht den größten Job und wir sollen mithelfen. Ja. Und wo ich das erkannt habe, war das für mich eine Erleichterung, denn auf einmal hatte ich auch Zeit, nach meiner Frau zu schauen. Mir war das dann, ich merkte, dass es ein Schlüssel ist, Türsteher zu sein im eigenen Haus. Ja. Und wo mir das Gott gezeigt hat, war es auf einmal eine ganz andere Situation. Auf einmal war diese, ich nenne es jetzt Harmonie im Haus. Ja. Wir tauschten uns aus, wir beten zusammen, ja. Weniger, dann mehr. Wir kamen uns geistig auch näher. Und das ist ein Schlüssel, denn wir sind ja ein Leib. Und wenn ich das Herz bin, oder wenn ich das Herz bin, ja, dann ist meine Frau die Rippe, die mich schützt. Und diese Kombination ist wichtig. Ja. Deswegen gebe ich das auch so weiter. Wenn ihr für Jesus da sein möchtet, wenn ihr Gott dienen möchtet, so ist diese Symbiose wichtig. Ja. Dass Gott Mittelpunkt ist in eurem Leben, aber die Frau oder der Mann in einer Harmonie zusammenarbeitet. Genau, und die Frauen, also die, wenn du gerade auch in deiner Ehe Probleme hast, merke dir eins, es bringt nichts, über deinen Mann zu schimpfen. Es ist wichtiger, dass du zu Jesus gehst und sagst, Herr, hilf mir dabei. Es war mein Fehler, nicht zu Jesus zu gehen, um Hilfe zu bitten, sondern einfach verbal meinen Mann anzugreifen. Es ist einfacher, es geht schneller. Ich kann sagen, hey, das regt mich auf, das mag ich nicht und du bist doof und so ist der Tag gelaufen. Aber wenn man mit Geduld zu Jesus hingeht und sagt, Herr, hilf mir, schenk mir Geduld,
Zeig mir deinen Sohn, wie du ihn siehst, dann tut Gott in deinem Herzen was. Und das bewegt dich, das bewegt deine Familie und das heilt dein Herz und schenkt dir eine neue Sicht über deinen Mann und du lernst dich auf eine gesunde Art und Weise zu unterordnen. Was auch wichtig ist, wie sieht denn das Wort Gottes die Ehe? Für mich war das Neuland. Ich wusste, ich liebe Jesus, ich möchte ihm dienen, aber ich wusste wenig über Ehe. Wie sieht Gott die Ehe? Und da war es für mich auch ein Schlüssel, dass ich auf so manches Seminar gegangen bin. Ja. Es kostet Überwindung am Anfang, aber es ist wichtig. Wie sieht Gott den Mann? Wie sieht Gott die Frau? Wie sieht Gott die Kinder? Das war ein Schlüssel, mitunter ein Schlüssel. Und wenn es daheim klappt, wenn wir geistige Prinzipien einfach umsetzen in unserem Leben, einfach das tun, was das Wort Gottes sagt, das ist nicht kompliziert, dann kommt da eine geistige Ordnung zustande. Und diese geistige Ordnung ist stark, sie hält, sie schweißt zusammen. Und damit kann man viel Land einnehmen das für den Herrn. Das bringt Frucht. Ja. Und deswegen wollen wir euch ermutigen. Geht zusammen ins Gebet. Sprecht zusammen. Sprich Gutes übereinander aus. Das ist sehr wichtig. Und wenn du deiner Freundin mehr erzählst wie dein Mann, dann stimmt was nicht. Denn dein Mann soll auch dein bester Freund sein. Wenn deine Mutter und deine Freundin mehr wissen über dein Herz wie dein eigener Ehemann, dann ist was nicht richtig in deiner Beziehung. Überprüfe dein Herz und bewege einfach deine Gedanken in Ordnung Jesu und du wirst sehen, Gott segnet es. Gott segnet es wirklich auf wunderbare Art und Weise. Und es ist unsere starke Überzeugung, es gibt keine Ehe, die Gott nicht retten kann, weil er schafft es, aus Asche Schönheit zu machen. Und zusammen ist man einfach viel, viel stärker. Ich dachte immer, alleine kann ich was bewegen. Ich gehe voran, presche vor. Aber wenn ich das vergleiche mit jetzt, wie wir zusammen jetzt Gott dienen dürfen und was wir jetzt zusammen bewegen dürfen mit Gottes Hilfe, ist das kein Vergleich. Amen. Amen.